Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play, genau. Auch nicht schlecht. Let's Play Elden Ring. Ich hätte jetzt gehofft, dass meine Seelen irgendwo hier rumliegen. Vielleicht haben wir noch so einen Zweig. Ich habe auf meinem zweiten Spielstand nämlich endlich herausgefunden, wo man die hernehmen kann. Weil wenn ja, würde ich versuchen, unseren Loot wenigstens wiederzuholen. Springen, das haben wir schon gesehen. Aber die waren hier. Ja, wir haben doch nie im Leben einen von denen aufgebraucht, oder? Dann schauen wir noch, ob sie nicht... zufällig davor liegen. Aber das wäre ja zu schön. Es fehlen so Heimkehrknochen oder sowas. Item lässt dich zum letzten Bonfire zurückkehren oder so. Elden Rings gewährt bei Verwenden den Segen einer ausgerüsteten großen Rune. Auch wenn ihr keine groß... Ich weiß gar nicht, welche große Rune wir ausgerüstet haben. Geschweige denn, wo man das sehen kann. Hier, die da. Erhöht alle Attribute. Ein ASB-Stein. Kapiere ich nicht. Okay. Frage ist auch, was das macht. Also hiermit können wir, das können wir irgendwie nicht holen. Was, also ich wollte gucken, ob es so ein Item gibt. Alle Runen verlieren kann ich, ja. Ein Fetisch, der die führende Hand der Gnade offenbart. Herstellbares Objekt. Es klingt erstmal so, wie wenn es das hier wäre. Nur uns eben irgendwo anders hin teleportiert. Wäre mir erstmal recht. Ich hole nur kurz meinen Scheiß. Mich so lange leben lassen.
Nein. Never mind. Okay, also das irgendwie nur sowas. Ich will es nochmal probieren. Hey, das bringt ja überhaupt nichts. Ja, dann wollen wir mal irgendwie was Neues machen. Wir haben noch so viele Bosse überall offen. Könnten natürlich den hier mal noch mal probieren. Schauen, ob das mittlerweile besser funktioniert. Schaut eh gerade noch Nacht aus. Andererseits heißt das hier scheinbar nichts. Dann müssen wir uns noch mal einsetzen und warten. Einfach ein bisschen außen rum rennen und draufhauen. Der uralte Todesgroll. Den hege ich jetzt nicht mehr, jetzt wo du tot bist. Haben wir den hier schon gemacht? Weiß es gar nicht mehr. Aber meistens, wenn er nicht markiert ist. Dann haben wir normalerweise auch schon gemacht.
man hier eigentlich irgendwas? Nö, nicht wirklich. Scheinbar haben wir den schon gemacht. Ruinenübersäter Abgrund haben wir auch gesagt. Da hinten waren wir scheinbar auch schon irgendwo. Wir wollen mal zum großen Aufzug von Dektus, dann gehen wir halt mal in die Richtung weiter. Warum nicht? Er ist dort, irgendwo, ein weiterer Pfad, der zurück zum Fuße des Erdenbaums führt. Ein uralter Tunnel. Wahrscheinlich gerade erst begonnen. Einspringen voraus. Jetzt auch gewundert. Wir haben die zwei Hälften. Wo darf ich die einsetzen? Ah. Zimmer oben. Da, Freundchen, nicht mit mir. Oh, jetzt sind wir ein bisschen höher. Wenn ich sag bisschen höher, meine ich sehr viel höher. Wertvolles Objekt voraus. Auf jeden Fall ein Spiegelgefängnis. Und noch kein Ort der Gnade.
Schwere Bestienknochen. Wahrscheinlich Hinterhalt. Bevorzugterweise würde ich ganz gerne mal einen Buttergrade finden. Auf. Da ist auf jeden Fall ein Ort der Gnade. Und mal wieder eine goldene Saat. Flaschen können wir auffüllen. Und was mir mit meinem Zweitcharakter aufgefallen ist, wir können die ganze Zeit mit Melina sprechen und ich habe das noch nie gemacht. The Erdtree is close, only a little further till the foot of the Erdtree, and the accord is fulfilled. It takes me back. I was born at the foot of the Erdtree, where mother gave me my purpose. Though now, everything is lost to me. I have to ascertain for myself the reason for which I live, burned and bodiless. Mm-hmm. Gut. Und was ich noch mitbekommen hatte, was war denn dieser Eingang in die A-Insel? Oxtella, ewige Stadt. Ich glaube, hier irgendwo konnte man am Leuchtfeuer scheinbar, wurde mir gesagt, mit der Rani-Puppe reden. Ich weiß noch nicht wie und wo und was und warum. Ah, hier, mit winziger Rani sprechen. Oh, a dogged fellow, aren't we? Or is it merely thy habit to talk to dolls? Fine. Fine. I hadn't expected any soul to recognize me in this guise. But now the cat is out the bag. I cannot allow thee thy freedoms. Perform for me a service as recompense. Eliminate the baleful shadows which prowl these lands. The name of Rani the Witch is already sullied by thee. I will not brook disobedience in this matter. Let us speak of the past a while. I was once an Empyrean, of the demigods. Only I, Mikala, and Melania could claim that title. Each of us was chosen by our own two fingers. As a candidate to succeed Queen Marika, to become the new god of the coming age, which is when I received Blythe, in the form of a vassal tailored for an Empyrean. But I would not acquiesce to the two fingers. I stole the rune of death, slew mine own Empyrean flesh, casting it away. I would not be controlled by that thing. The two fingers and I have been cursing each other ever since, and the baleful shadows are their assassins. I turned my back, the baleful. Nee, irgendwelche Schatten.
Mir vorstellen, dass jetzt dieses leere Gebiet, da hat irgendjemand was geschrieben von. Warum Feind? Und so. Das würde ich mir ganz gerne nochmal anschauen. Oh Shadow, thou art the last. Tell the two fingers that Rani the Witch cometh to rend thy flesh with a fateful wound, ne'er to heal. Okay, bist nicht ohne. Aber ich kann dich backstabben. Ist schlecht. Du kannst ja auch heilen. Sagen, das ist eigentlich der perfekte Moment für ein Backstab. Beautifully fought. My thanks. T'was more of a challenge than I envisioned. Now I can finally stand before them. This is farewell, my dear. Tell Blythe and E.G. I love them. Weggeworfener Palastschlüssel. Für die Schatztruhe der Prinzessin von Caria. Ah, in der großen Bibliothek von Raya Lucaria. Beim Boss oben. Also bei der Rinala. Ah, hier war eine Kiste. Stimmt, die wir nicht aufmachen konnten. Dunkelmondring. Was mache ich mit dir? Es wäre mir neu, dass wir Ringe anziehen können. Der Ring des kalten Eids von Mondprinzessin Rani. Vollmondperl. Der Ring, den Mondprinzessin Rani ihrem Gemahl geben soll, ist das Symbol eines eiskalten Eids. Da Rani eine himmlische ist, erhielt ihr Gemahl das Anrecht auf den Fürstentitel. In dem Ring ist eine Warnung eingraviert. Wer auch immer ihr seid, entfernt den Ring niemals von diesem Ort, denn die Einsamkeit der Nacht gehört nur mir allein. Ah, is it thy wish to yet again be born anew? So, wir könnten eine Wiedergeburt machen. Ich weiß gar nicht, was unsere Stats sagen. Aber eigentlich passt das schon. Würde ich behaupten. Okay, dann haben wir Ranis Quest auch fertig.
irgendwie das Bedürfnis, hier oben die Bosse mal wenigstens so ein bisschen zu besiegen. Ich weiß nicht, den hier. Ja, eigentlich muss man da noch eine Chance haben. Wir haben da oben alles ohne Probleme geschafft. Ja, ich für den. Warum? Spiel ist hängen geblieben. Ich weiß ja gar nicht, warum der jetzt plötzlich so ist. Oh Mann, der ist ja kein Zuckerschlecken. Ich hoffe mal, dass mein Freund da nicht ein bisschen was macht.
mein Gott, Spiel. Okay. Wird mir ein bisschen zu knapp für meinen Geschmack. Scheiße. Das probieren wir im nächsten Part nochmal. Das muss gehen. Tschüssi. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zusehen.